Hallo und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance in der letzten Folge. Da sind wir hier in Merhujet angekommen und haben erfahren, dass hier eine Seuche wütet und wir uns auch jetzt erstmal so ein bisschen drum kümmern, dass es den Menschen hier wieder, naja, ob wir es schaffen, dass es denen besser geht, weiß ich noch nicht, aber wir haben den Auftrag bekommen, dass wir uns doch mal, Vorsicht hier, mit Johanka unterhalten im Kloster, die wohl Bescheid weiß, was hier Sache ist. Denn eigentlich sind wir ja hier. Deswegen verhöre den Gefangenen in Merhujet. Aber wir sollen erstmal die Seuche untersuchen. Dann bekommen wir, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, den Zugang zum Gefangenen. Und dann können wir dem vielleicht auch hier und da ein bisschen was rauskitzeln. So, also ich würde sagen, wir begeben uns nach Sasau und ins Kloster, denn da hängt ja Johanka rum. So, warte mal, ich setze mir mal ein kleines eigenes Pünktchen. So, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt ein paar Tage, ich glaube vier Tage. Ich hätte davor einiges hintereinander aufgenommen, habe da mal ein paar Tage nicht so viel spielen können, zwecks anderer Sachen. Und muss erstmal ein bisschen reinkommen, aber habe mich jetzt noch mal ein bisschen selber informiert, was hier los war, bevor ich in die Folge gestartet bin. Deswegen, ihr habt auch geschrieben, hatte ich jetzt heute gelesen, ja, wäre schon ganz cool, erstmal die Seuchengeschichte zu machen und dann die Hauptquest, beziehungsweise auch dann, ja, einfach dann erstmal normal wieder weiterzumachen, aber erstmal die Seuche wäre wohl auch relativ wichtig und ja, so hatte ich das jetzt auch im Kopf. Ich wollte zwar erstmal nicht nach Sasau und ins Kloster zurück, aber machen wir jetzt einfach. Ist auch kein Problem. Ist ja auch am Ende irgendwo ein bisschen egal, was man wie macht. Gerade wenn man es das erste Mal spielt, weißt du ja gar nicht, was bedingt hier was und naja, wie auch immer. Aber wir kriegen das schon hin, wir kommen schon durch. Und ihr habt mir auch geschrieben, man könnte das Spiel wohl nach... Also man kann das Spiel beenden mit Credits und so weiter, ne? Aber man kann wohl das Spiel nach dem Ende auch ja, schon weiterspielen. Aber es gibt wohl ein paar Nebenquests, die ab bestimmten Storypunkten dann nicht mehr verfügbar sind oder nicht mehr abschließbar sind. Deswegen wäre jetzt mein Vorschlag, was ich mir so in den Kopf gesetzt hatte. Wir können erstmal ein bisschen schneller galoppieren. Hallo, guten Tag, da war einer. Und machen jetzt erstmal die Seuchenquest, verhören den Gefangenen und dann gucke ich mal, wie die Hauptquest weitergeht. Würde dann aber auch erstmal gerne ein paar Nebenquests wieder machen, weil ich das ja auch immer schön finde. Und wir da bestimmt auch nochmal an so ein paar tolle Sachen dann rankommen. Und wir haben jetzt auch lange, wir haben jetzt alle zusammen. Haben wir jetzt schon... Der hat gerade gepinkelt, der Hund. Ha, Köter, jawohl, was raus muss raus. Komm her, ich habe dich auch lange nicht gelobt, ja. Feiner Hund. Ja, au. Mir fällt ein, so ist's. Wir haben gar keine... Habe ich noch was zu füttern mal, dabei? Was ich für die Gans. Ja, Dürrfleisch, perfekt. Wir haben leider gar keine Tütchen dabei, wenn der hier ein Häufchen legt. Und keine Säcke dabei, wenn Pebbles ein Häufchen legt. Das müssen wir doch wegräumen. Oh nein. Pebbles, aber du hältst das schön bei dir, ne? Packst deinen Haufen einfach auf einen anderen Pferdehaufen drauf und dann fällt das nicht so auf. Und Köter Kelvin rennt einfach ins Gebüsch und lässt da seine Hinterlassenschaften ab. So... Ja, also wir haben alle eine lange, lange Abstinenz vom Würfeln. Und ich habe schon überlegt, dass wir irgendwann mal, wir machen einfach mal nur eine Folge, in der wir würfeln und Geld verdienen. Oder auch nicht. Vielleicht zur 50. Folge, keine Ahnung, welche ist das heute? Das ist, müsste Folge 35 jetzt sein, genau. Was ist das hier eigentlich? Waren wir hier schon mal? Ach Gott. Inventar ist auch so eine Samopesch. Ah ja, ist auch nur der kleine hier. Das kleine Gehöft. Na gut. Und was ich auch geil fand, da musste ich lachen. Das hatten, glaube ich, drei Leute. Unter ein paar Videos geschrieben. Da, das war so um das Turnier ringsrum. Um die Folgen kurz vor, während und nach dem Turnier. Ja, schade. Und zwar habt ihr geschrieben, ja, wäre doch eigentlich, der eine hat so geschrieben und meinte, ja, das nächste Mal, und das war ja dann auch meine Intention, weil ich ja beim ersten Mal nicht genau wusste, weiße Federn.
wie es genau funktioniert. Und aber dass man dann nach dem Anmelden schon direkt dann ins Turnier geschmissen wird, wusste ich nicht. Deswegen konnte ich da nichts mehr trinken an Stärketrank oder an Ausdauertrank. Und jedenfalls kamen dann so drei Leute zu der relativ selben Erkenntnis, dass wir uns doch eigentlich beim nächsten Turnier so richtig schön zulöten, alles in uns reinballern, was wir an Tränken da haben, und mit dem Heinrich stockbesoffen am Turnier teilnehmen. Das fand ich gut. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ah, hier, okay. Das hatte ich jetzt bloß aus der Ferne gesehen, aber hier haben wir schon mal Halt gemacht. Wir sind, glaube ich, mal von da hinten aus dem Wald gekommen, hier entlang. Und da hatte ich das schon mal entdeckt. Okay, gut, dann können wir weiter. Ja. Ja, es gibt natürlich auch noch viele Schätze, die auf uns warten, dass wir die finden. Aber da kümmere ich mich jetzt erstmal nicht drum. Wir haben ein paar schon gefunden durch Zufall. Auf ein paar kommen wir dann noch. Was ihr mir auch noch geschrieben hattet, war die Geschichte, als ich relativ unbekleidet in meinem etwas weiß strahlenden Outfit heimlich, still und ein wenig leise in Pribislavec da die Geschichte ausgekundschaftet habe, dass es dort wohl eine Truhe gegeben hätte, da wo ich auch rein bin. Ich weiß jetzt nicht, ob man die hätte knacken müssen oder ob die offen gewesen wäre. Würde mich wundern, wenn die offen gewesen wäre. Dann hätte es dort wohl auch eine Rüstung der Kumaren gegeben, und wenn ich die angezogen hätte, hätten die mich wohl nicht unbedingt erkannt. Und man hätte das alles viel einfacher machen können. Aber gut, keine Ahnung, wusste ich nicht. Ich war so drauf fixiert, einfach nur schnell den Topf zu vergiften, die Pfeile, und dann dachte ich, okay, das war's. Aber ja, wie gesagt, beim ersten Mal durchspielen, man übersieht einfach vieles. Es ist einfach so, seid mir da nicht böse, wenn das so ist. Das ist dann manchmal einfach so. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn ich das dann nicht so hundertprozentig korrekt mache. Aber wenn man es schafft, ist es in Ordnung. Ne? Es ist ja nicht falsch gewesen. Es geht halt nur auch anders. Wahrscheinlich auch noch 5 Wege, die nochmal anders gehen. Und was ich auch sehr interessant war, das haben mir jetzt auch mittlerweile 2 Leute geschrieben. Wir waren doch, oder ich bin doch 2-3 Mal an einem Fluss vorbeigeritten. Da gab es immer so ein Klickding, und ich dachte, ich habe ja dann auch gefragt, was ist denn das? Kennt das jemand? Und da haben mir 2 von euch geschrieben, ja, die sind dafür da, dass man hört, ob da noch Wasser in dem Fluss fließt. Weil wenn das nicht mehr klickt, dann geht da auch kein Wasser mehr durch. Das heißt, da ist dann eher so die Ebbe oder ne, also Flussbett ist ausgetrocknet oder so. Und dann wissen die Leute Bescheid, aha, ich muss da nicht jeden Tag hingucken. Ich höre einfach, klickt das Ding, Wasser ist da, klickt das Ding nicht, Wasser ist weg. Ey, geile Info, danke dafür. Ich hätte mich schon fast selbst informiert, wenn ich es nicht wieder vergessen hätte. Bis ich es zum nächsten Mal im Spiel gesehen hätte. So, da sind wir am Kloster. Mal wieder. Die eine Hälfte vom Kloster ist relativ gut auf uns zu sprechen. Die andere Hälfte, naja, die haben so ein bisschen blaueres Blut. Die sind gleicher als alle anderen. Und die mochten uns nicht so. Die haben uns hier schon mal in Kerker geworfen. Ach so, ja übrigens, wir waren ja in Merhujet. Dann waschen wir uns erstmal hier in dem reinen Klosterwasser. Komplett einmal in Desinfektionsmittel gebadet. Sehr gut. Na komm, Peppels, wir laufen mal die paar Meter. Ich würde mir heute mal, wenn das geht, ich quatsch mal mit Johanka. Und dann würde ich hier mal gucken, ob ich da in das Gebäude reinkomme. Ich würde einfach mal gucken, wie es da aussieht oder ob man da was sehen kann. So, wie sieht's aus? Heinrich, hast du Hunger? Nee, Heinrich ist richtig pappesatt noch. So, hallo, ich bin schon wieder. Mein Gott, dieser Helm, der ist so schön. Hey, Johanka, grüß dich. Grüß dich, Heinrich. So, pass auf, folgendes. Ich kann hier nichts mehr tun. Nee, Merhujet wurde überfallen und dort wütet die Pest. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber Merhujet wurde angegriffen. Oh Gott, wie geht es Matthias? Wurde am Arm verletzt. Er spielt es herunter, aber die Wunde sieht übel aus. Ich muss ihn sehen. Bevor du gehst, da gibt es noch etwas. Was? Irgendeine Krankheit breitet sich in Merhujet aus. Das Vieh wurde dahingerafft und jetzt erkranken auch die Menschen. Ich dachte, vielleicht weiß hier jemand, was zu tun ist. Gütiger Himmel, wie schrecklich. Gut, dass du gekommen bist. Wenn es irgendeine Hoffnung gibt, dann hier. Sprich mit Bruder Nikodemus, dem Arzt des Klosters. Er weiß vielleicht, was zu tun ist. Alles klar, ich werde ihn suchen. Komm wieder, wenn du mehr weißt. Mach ich. Ich danke dir, Johanka. Top. Johanka ist verlassen. Oh, wieder mit diesem Nikodemus. Der will wieder, dass wir Blumen pflücken gehen, beziehungsweise Unkraut jäten hier im Klostergarten. Ach hier, wir können auch wegen Fritz und Matthäus fragen. Du weißt nicht zufällig, was Fritz und Matthäus angestellt haben, oder?
Hör bloß auf. Die beiden waren nur leicht verletzt im Vergleich zu den anderen hier. Und nachdem sie eine Weile rumlagen, wurde ihnen langweilig. Also fingen sie an zu saufen. Ich schufte hier für die Notleidenden und die beiden Zechen. Und dann noch mit diesem Tor Elias. Sind doch schon immer Rabauken. Aber wenigstens haben sie die Quittung dafür gekriegt. Wer ist dieser Elias eigentlich? Einer der ordinierten Mönche, die hier aushelfen. Er war es auch, der den Schnaps mitbrachte. Die drei haben sich auf Anhieb verstanden. Der gleich und gleich gesellt sich eben gern. Was? Gleich und gleich gesellt sich gern? Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist sowas. Was ist hier so passiert? Irgendeine Ahnung, was der Zankapfel war? Nicht die geringste. Eben noch sind sie die besten Freunde auf der Welt und plötzlich zanken sie sich. Die Fetzen sind geflogen, also hat man Fritz und Matthäus umgehend rausgeschmissen. Was für ein Mensch ist dieser Elias? Im Grunde eine graue Maus. Und warum setzt er Fritz und Matthäus so hart zu? Seinetwegen ersticken sie in Schulden, bloß wegen einer kleinen Balgerei. Ich weiß es nicht. Er war derjenige, der sich mit ihnen anfreunden wollte. Ich glaube kaum, dass er wegen des Sachschadens so sauer ist. Wohl eher aus verletztem Stolz. Danke. Ich denke, ich weiß alles. Kann ich hier nochmal fragen? Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Danke. Mehr wollte. Sie hat nichts gesagt, aber danke. Auf Wiedersehen. Gut, alles klar. Hier, Nikoläuschen. Mahlzeit, ich bin schon wieder. Ich glaube, er freut sich immer, wenn ich zu ihm komme. Irgendeine Krankheit breitet sich in Meerhuyet aus. Johanka meinte, du wüsstest vielleicht Rat. Eine Krankheit, sagst du? Wie faszinierend. Faszinierend? Schrecklich. Faszinierend? Es ist schrecklich. Verzeih, ich wollte nicht herzlos klingen. Schon gut. Wichtig ist, ob du uns helfen kannst. Das vermag ich noch nicht zu sagen. Dazu müsste ich mehr wissen. Sag mir, ist das ganze Dorf davon betroffen? Also im Prinzip ja schon. Aber der Vogt hat gemeint, er hat die betroffenen Häuser, er hat er ja mit so einem weißen Kreuz oder ja, irgendwie markiert. Also ich würde schon sagen, das ist ja trotzdem das ganze Dorf, auch wenn der halt nur die Hälfte der Häuser markiert hat. Das nehme ich an. Warum sonst sollten sie solche Angst haben? Merhoyet, hat es da nicht ein Gestüt? Was ist mit den Tieren? Haben die sich angesteckt? Ja, da gibt es ein Gestüt. Die haben sie doch alle verbrannt, ja. Das hatten wir als erstes gesehen, als wir da angekommen sind. Alle Tiere sind tot. Auch die Pferde, das Vieh, die Hühner. Und nun hat es die Leute erwischt. Höchst faszinierend. Entschuldige. Ich wollte sagen, ungewöhnlich. Kennst du die Symptome? Ja, Lügen, Würfelsucht, Hurerei, Alkoholismus. Sowas in der Art. Naja, nein, und ich habe auch keine Lust, sie herauszufinden. Doch. Wir haben doch ein paar Mal noch gefragt. Ich hoffe, das reicht. Ja, mehr oder weniger. Ausgezeichnet. Ich habe viele umfangreiche Werke zu dem Thema hier in der Bibliothek. Beschreibe mir die Symptome, dann können wir dort Rat suchen. Kannst du lesen? Natürlich. Eines der ersten Dinge, die wir mal angegangen sind. Ja, kann ich. Untersuche die Molche. Ausgezeichnet. Was? So, folge mir in das Skriptorium. Aufgabe fehlgeschlagen. Stelle die richtige Diagnose und finde die Rezeptur für das Heilmittel in den Büchern. Okay. Ach Mann, wenn doch die letzte Aufnahme nicht ein paar Tage her wäre. Um Details habe ich mich jetzt nicht unbedingt gekümmert. So, womit beginnen wir? Offenkundig stimmt etwas nicht mit Ihrem Verdauungstrakt. Ja. Mit was? Mit Ihrem Verdauungstrakt, Heinrich. Ja. Das Problem liegt zwischen dem Mund und dem Arschloch. Klar. Verstanden. Zu diesem Zeitpunkt kann man noch nichts ausschließen. Schau du im Brevarium de Signis Causa nach. Ein namhaftes Manuskript aus Salerno, verfasst von Johann von St. Paul. Aber ich kann kein Latein.
Zu deinem Glück übersetzt unser Bibliothekar bedeutende medizinische Werke in die Gemeinsprache. Also kannst du dich sehr wohl nützlich machen. Studiere das Brevier sorgsam und vergleiche die Symptome mit überlieferten Fällen. Das hilft uns vielleicht weiter. Ich hingegen widme mich den erprobten Klassikern. Avicennas Canon Medicinae und Galenos Hauptwerk Ars Medicinalis. Alles Gute. Schon ein bisschen ärgerlich, dass sie damals noch keinen Dr. Google hatten. Denn der stellt immer die richtigen Diagnosen. So, wo ist jetzt, ist das hier? In dem Bücherregal? Nee. Ah. Und wo versteckt sich der Ich dachte Avicenna? Mit Bibliothek, wir müssen in die, also es gibt hier irgendwo so eine richtig fette, krasse Bibliothek in irgendeinem Keller im Kloster, aber also dieses eine Buch hier und der kleine Bücherschrank nebenan, Bücherregal, das ist seine Bibliothek. Okay, also, wie man Krankheit mit Hilfe der Körpersäfte erkennt. Oh Mann, es ist bekannt, dass im Körper eines Menschen 4 Säfte wirken. Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim. Sind sie ausgeglichen, erfreut sich die Person bester Gesundheit. Besteht jedoch Überfluss an nur einem dieser Säfte, durchschwemmt er den Körper, stört seine Ausgeglichenheit und führt zu Krankheiten und sogar zum Tod. Ein Überfluss an Schleim kann außerdem zu Diphtherie führen. Der Körper versucht, sich diesem Übel zu entledigen, indem man hustet, manchmal unter Krämpfen. Dies führt zu Entzündungen im Hals und Mund, die den Kranken plagen und die Aufnahme von Flüssigkeit erschweren. Die Qualen werden meist von Fieber und Unwohlsein verschlimmert. Nach einigen Tagen erscheinen Ausschläge oder Pickel. Menschen, die sich in der Nähe des Kranken aufhalten. Da hat gerade einer Ruhe gesagt von den Kranken da hinten. Darf ich hier nicht laut vorlesen? Menschen, die sich in der Nähe des Kranken aufhalten, stecken sich leicht an, doch trifft dies nicht auf jeden zu. Tiere können nicht an Diphtherie erkranken. Gott, die Pest, verursacht von Unregelmäßigkeiten der schwarzen Galle, zeigt sich mit vielerlei Symptomen. Dazu gehören ein unstillbarer Durst sowie Unwohlsein, meist begleitet von spastischem Husten und manches Mal sogar Durchfall, wodurch sich der Körper der überflüssigen schwarzen Galle zu entledigen versucht. Nach einigen Tagen tauchen am Körper Pusteln auf, meist am Hals, unter dem Kiefer, in den Achselhöhlen und am Unterleib. Später zeigen sich schwarze Flecken an Fingern, Nase, Mund und anderen vorstehenden Teilen des menschlichen Körpers, an denen sich schwarze Galle festsetzt. Die Pest verbreitet sich schnell unter den Menschen. Wenngleich manche verschont bleiben, kleine Tiere leiden nicht an der Pest, doch größere können sich anstecken. Ah, das hört sich doch schon mal gut an. Da hinten jammert schon wieder einer rum. Ich finde keinen Schlaf. Ja, ist der Kerl, der nicht schlafen kann. Der hat bis heute den Trank nicht von uns bekommen. Ich weiß nicht, ob wir dem den noch geben könnten, wenn wir denn an einen kommen. Müssen wir mal gucken. So, was haben wir hier noch? Ein Überfluss an gelber Galle kann zu Ruhe führen. Eine Krankheit, die sich auf unterschiedlichste Weise offenbart, vor allem jedoch durch schrecklichen Durchfall. Nur selten kommt Erbrechen hinzu, die Kranken leiden zudem an schrecklichem Durst, Unterleibsschmerzen und Fieber. Die Seuche ist unter Menschen ansteckend, jedoch ungefährlich für Tiere. Doch es gibt auch andere Wege, die Körpersäfte in Ungleichgewicht zu bringen und das Blut zu schwächen. Eine Vergiftung zum Beispiel äußert sich durch Fieberanfälle, Delirium und Magenkrämpfe, welche mit Zuckungen, Durchfall und großem Durst einhergehen. Wurde ein Mensch durch Gas vergiftet, zum Beispiel in Minenschächten, nahe Sümpfen oder an ähnlichen Orten, zeigt sich die Vergiftung oft durch Ausschläge an Nase und Mund. Wurde das Gift über die Nahrung aufgenommen, ist jedoch keinerlei Ausschlag sichtbar. Vergiftungen sind zwischen Menschen oder Tieren nicht übertragbar, doch trinken sie beispielsweise alle vom selben Wasser, sind Menschen wie Tiere betroffen, letztere meist schneller. Ja, es könnte auch eine Vergiftung sein, ne? Wieder der Kerl, der Ruhe gesagt hat. Er hat jetzt echt langsam die Nase voll. Er ist schon krank und hört uns hier im Nebenzimmer noch reden über andere Krankheiten. Da freut man sich. Ein interessanter Fall von einem Ungleichgewicht der Körpersäfte ist der Feitstanz oder Feitstanz. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich denke Feitstanz.
der sich darin äußert, dass der Betroffene wild tanzt, ja okay, ich hätte einfach mal einen Satz weiterlesen sollen, und dabei zuckt und sich im Kreise dreht, manchmal singt, schreit oder lamentiert er auch, er bewegt sich wie im Traum und wandert ziellos umher. Oder man kann auch sagen, er ist einfach besoffen. Der Tanz kann Tage, Wochen oder Monate andauern, bis der Kranke vor Erschöpfung umkippt oder stirbt. Manche entledigen sich sogar ihrer Kleidung, um sich der Sünde des Fleisches hinzugeben. Sagt mir nix. In einem Falle konnte den Kranken geholfen werden, indem man sie von einer Brücke in den Fluss stieß. Diejenigen, die nicht ertranken oder durch den Sturz umkamen, schwammen an Land und hörten auf zu tanzen. Es zeigte sich, dass diese Tanzplage hoch ansteckend ist. Allerdings betrifft sie nur Menschen und keine Tiere. Feitstänzer, die Tiere in ihren Wahn einbeziehen wollten, wurden letztendlich getreten oder gebissen. Okay, das war's. Also, könnte auch eine Vergiftung sein, ne? Oder halt die Pest tatsächlich. Oh, liegen Verbände rum. Die habe ich mir verdient. Allein durchs Unkraut zupfen. Den habe ich mir auch verdient. Fürs laut Vorlesen. Ich glaube, ich hab's. Ja. Und wie lautet das Ergebnis? Also, ist die Pest zu offensichtlich? Ich würde sagen, vergiftetes Wasser. Ha. Lebe wohl. Moment. Achso, ich kann nichts kaufen. Ja, okay, dann ich wollte gerade speichern mit einem Retterschnaps, aber den haben wir gerade nicht. Ich glaube, ich hab's. Achso, nee, sorry. Gott über dich wachen. Tja, also Pest ist mir ein bisschen. Galle, unstillbarer Durst, Unwohlsein, Husten, Durchfall. Also ich glaube, das mit dem Gift. Fieberanfälle, Und halt Tiere. Meist schneller. Was stand bei der Gift drin? Also größere Tiere können sich bei der Pest anstecken. Shit, ich hätte die anderen nochmal genauer untersuchen sollen. Ich weiß nicht, hatten die schwarze Flecken irgendwo? Wir hatten, glaube ich, bloß ein, zwei befragt. Das habe ich jetzt natürlich vergessen, da nochmal nachzuschauen. Ein seltsamer Fall. Ist natürlich nicht übertragbar, aber wenn die halt vom selben Wasser trinken. Nein, wohl nicht. Hier steht auch nichts weiter drin. Die erst die Tiere, nun auch die Dörfler befallen hat. Achso, es waren erst die Tiere dran. Ein seltsamer Fall. Also der Tanz ist es nicht. Ja, das könnte Sinn ergeben. Ich sag Vergiftung. Ich habe leider zu wenig Infos jetzt aus Merhojet im Kopf. Deswegen muss ich gerade ein bisschen raten. Ich glaube, ich hab's. Ja. Ich sag vergiftetes Wasser. Verdorbenes Wasser hat sie vergiftet. Wirklich? Yes! Unwahrscheinlich. Was? Doch wenn Meister Johann von St. Paul das sagt, wer bin ich daran zu zweifeln? Wir müssen sofort eine Arznei zubereiten. Also oben war jetzt das mit grün abgehakt. Da hoffe ich, dass das richtig ist. Ich kann dir dabei nicht helfen. Doch, natürlich, der Heinrich hilft doch, wo er kann. Ich könnte dabei helfen. Nö. Wirklich? Ja. Ja, ich kenne mich mit Alchemie etwas aus. Ein Gemeiner, der etwas von Heilmitteln versteht. Wer hätte das gedacht? Ausgezeichnet. Ich gebe dir das Rezept. Und du hast meine Erlaubnis, das Laboratorium des Klosters zu nutzen. Ich gehe sofort an die Arbeit.
Und ich eile in der Zwischenzeit direkt nach... wohin nochmal? Merhoyet. Richtig, Merhoyet. Ich nehme Johanka mit. Niemand kümmert sich aufopferungsvoller um die Kranken. Eile mir nach, sobald die Arznei zubereitet ist. Danke, Bruder Nikodemus. Das machen wir. Aha, ja, okay, interessant. Da können wir jetzt hier direkt nochmal drauf eingehen. Er weiß ja noch nichts von dem Gefangenen, aber ich erzähl's dem mal. Nicht, dass sie den schon zu sehr gequält haben oder der vielleicht auch was von dem Vergifteten. Na gut, ich weiß nicht, ob die dem Wasser gegeben haben. Es gibt dort einen Mann, der eurer Hilfe dringender bedarf als jeder andere. Er ist ein wichtiger Zeuge bei einer Mordermittlung. Ausgeschlossen. Wir richten unsere Zeit mit den Kranken nach der Schwere ihres Leidens, nicht nach deinen weltlichen Bedürfnissen. Na gut. Gott behüte dich. Ja, alles klar. Also, wir können hier in dieses Laboratorium... Huch, jetzt hat er mich weggeschoben. Hat er damit einfach nur das hier gemeint? Sein Alchemietisch? Oder gibt es hier ein richtiges Laboratorium? Ach, hier unten ist... Hier ist ein Kräuterhändler? Ach. Ach ja, genau, es gab noch mal, es gab noch mal kleine Unkenrufe wegen der südlichen Brücke des Klosters, wo ich jetzt davon ausgehe, dass die hier gemeint ist, die hier im Süden zu sehen ist. Was, die südliche Brücke? Ich glaube. Naja, wir gucken da gleich noch mal nach. So, wir gucken jetzt hier mal in unseren, so, das ist der Retterschnaps, Elixier des Aesop. Ah, Heilmittel für Merhoyet. Wir brauchen Wasser. Holzkohle, Baldrian und Distel. Holzkohle, Baldrian und Distel. Was haben wir denn hier so drin? Holzkohle, haben wir Holzkohle dabei? Nee, ne? Baldrian und Distel haben wir vielleicht. Distel haben wir ein paar. Baldrian haben wir auch ein paar. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele das waren, aber ich nehme mal ein paar mit. Keine Ahnung. So. Ne, Holzkohle war jetzt nicht dabei, ne? Kann ich denn mal mit meinem kleinen Rüstungsset was flicken? Wie weit waren wir hier eigentlich? Noch gar nicht angefangen. Ah ja. Ah, Fertigkeit reicht da nicht aus, okay. So, der war jetzt auf 82, der Kyras. Auf 86, wow. Das Rüstungsset hat es nur um 4 Punkte repariert. Eventuell, weil das ein sehr gutes Rüstungsset vielleicht ist. Ihr habt auch gesagt, ja, da fehlen natürlich auch noch so ein paar Rüstungsslots, die noch frei sind. Da kümmern wir uns mal drum. Wir haben ja aktuell tatsächlich ein bisschen Geld. Können wir vielleicht nochmal irgendwo shoppen gehen. So, jetzt möchte ich aber mal zu dem Kräuterkundler. Vielleicht hat der auch zufällig Holzkohle parat. Der ist hier unten drin, oder wie? Oh. Nee, möchte ich jetzt eher nicht. Bei Fußköter. Wen haben wir hier? Bruder Pförtner! Hey! Kann ich einen Blick ins Kloster werfen? Was ist in dich gefahren, Junge? Das Gelände innerhalb der Mauern ist den Mönchen des Benediktinerordens vorbehalten. Niemand sonst darf hinein. Man hat mich aus Thalmberg hierher entsandt. Ich soll mit dem Bauverantwortlichen sprechen. Also mit dem Baumeister oder mit dem Klostermeier? Weswegen genau bist du denn hier? Es geht um die Steinblöcke für den Bau. Ah, dann betrifft das die Vorräte. Sprich mit dem Klostermeier. Er weiß am meisten über diese Dinge. Sein Studierzimmer liegt mehr oder minder genau über uns. Geh links die Treppe hinauf und lauf dann fast den ganzen Weg in diese Richtung zurück.
Ja, okay, gut. Darauf wollte ich jetzt gar nicht so hundertprozentig eingehen, aber gut, das ist schon für diese Steinquest. Da bin ich auch gespannt, was da rauskommt. So, jetzt ist hier die südliche Brücke. Aber natürlich gerne in Zukunft, ne, jetzt nicht verraten, wo noch mehr zu finden ist. Ich möchte schon selber rausfinden. Aber das kam mal in irgendeinem anderen Kommentar schon mal vor, dass ich mir meine Brücke angucken soll. Kann ich jetzt natürlich auch wieder an der falschen Stelle sein? Oder kann ich hier so ein paar Holzbalken rausnehmen, dass die vielleicht zusammenbricht? Ach, warte mal. Hier gibt es Brennnesseln. Vielleicht ist das so ein kleiner Wink mit dem Zaunspfahl, dass es hier vielleicht die Tollkirschen gibt. Ha! Habt ihr das gemeint? Ah, sehr geil. Also, entweder es ist jetzt nur Zufall oder ihr meintet, hier gibt es Tollkirschen. Okay, das wäre ja witzig. Dachte in der Nähe vom Wasser. Ich habe die auch ganz anders im Kopf gehabt. Da bin ich schon an vielen vorbeigeritten, jetzt wo ich die sah. Ach so. Das ist nur die eine hier, ne? Ich wollte sowieso nochmal welche organisieren oder halt auch kaufen. Die sind nicht so wahnsinnig teuer. Um da nochmal... Ich sehe schon, hier war bestimmt was anderes gemeint. Aber ich fand es witzig, eine Tollkirsche gefunden. Hm. Was ist das hier? Ist das das, was ich denke, ja? Ich sag mal, da oben, da ist so ein Stuhl, da ist ein Loch in der Mitte unten drin. Und dann sammelt sich das hier unten. Ah ja, also Tollkirsche wächst in der Nähe von Ausscheidungen und Wasser. Und oder Wasser. Ach, guck mal, hier ist so ein kleiner. Hier ist auch nochmal, ah ja, guck mal, hier ist auch so eine Toilette. Da ist gar keine. Das ist lustig, immer wenn ich an so eine Tür nah rangehe, die man knacken kann, dann ändert sich die Musik ganz, ganz drastisch und geheimnisvoll. Als ob man irgendwas im Schilde führt. Finde ich gut, hört sich gut an. So, ich wollte jetzt eigentlich nochmal... Jetzt umrunden wir das Kloster einmal. Huch, nicht da runterfallen, Heinrich. So, wir flitzen mal zurück. Ich wollte mir das große Gebäude da nochmal angucken. Wir brauchen halt noch Holzkohle. Ich komme jetzt aber nicht an diesen... Da ging es nicht rein. An den Kräuterkundler ran. Zumindest nicht an den hier. Weil der scheinbar hinter verschlossener Tür arbeitet. Der Raum gehört wahrscheinlich zum Klosterkomplex selber, in den ich so nicht so einfach rein darf. Auf jeden Fall brauchen wir nur noch Holzkohle. Ich guck nochmal, wie spät ist es? Na gut, ja, nee. Ich hätte gesagt, wenn noch ganz früh ist, dann hat er vielleicht an sich noch zugehabt. Also das ist verschlossen, da kommen wir nicht rein. Hallo? Gehen wir von aus, hier ist auch verschlossen. Ah ja, du hast entdeckt Kloster. Schön. So, das ist der Bau mit den Steinen und so. Was ist das denn? Aha. So soll es mal aussehen, wenn es fertig ist. Ist das nur so ein schmaler Flügel, der hier angebaut wird, oder? Ist schon cool gemacht, gerade auch mit dem Kran und so.
Kommt man hier hoch? Ah, komme ich ganz nach oben, mal den Ausblick zu genießen. Ah, hier geht noch eine weitere Treppe hoch, ja. Aber nicht runterfallen, Heinrich. Kein Arbeitsunfall hier auf dem Gerüst. Oh, hier ist eine Kiste. Ja, nee. Ich klaue doch nicht im Kloster. Aber höchstens bei Nacht, aber doch nicht tagsüber. Guck mal. Da hinten ging es auch noch hoch. Ich will aber erstmal hier hin. Oh. Die geht schon mal ganz nach oben. Okay, cool. Hätte ich gar nicht gedacht eigentlich, dass man tatsächlich bis hoch kommt. Aber sie haben uns ein paar Leitern hingestellt. Ah ja. Vielleicht muss man hier später auch so nochmal hoch wegen. Oh, hier so ein Spinnnetz. Also eine fette Spinne in der Mitte. Ah. Mhm. Ah, Bruder Nikodemus ist in Merhoyet angekommen. Das ging aber schnell. Ist er mit dem Taxi gefahren oder was? Hat er sich die schnellste Kutsche im Mittelalter gemietet. Aber schöne Aussicht. Auch so eine frische Luft hier oben. Mal weit weg von Gestank. Ja, die Kisten lasse ich mal in Ruhe. Da habe ich jetzt keine Lust, die zu knacken. Na gut, komm, wir gehen mal wieder runter und machen uns auch mal wieder, na gut, wir, ja, ich brauche erst den Trank, den müssen wir erst brauen, sonst brauche ich da gar nicht erst hin. Ich glaube, es wäre sinnvoll, dass jetzt eh schon bald Richtung Abend geht, dass wir den Tag hier in Sasau vielleicht beenden und ich jetzt nochmal schaue, ob ich hier irgendwo Holzkohle kaufen kann. Vielleicht hat ja der. Vielleicht gibt es hier einen normalen Händler in Sasau, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Ich glaube auf jeden Fall einige Händler. Oder dass wir dann am nächsten Tag die Holzkohle organisieren, dann den Trank zurechtbauen, brauen. Und dann nach Merhoyet reisen. Also schien ja richtig zu sein mit der Vergiftung. Noch mehr Leitern. Bei anderen Spielen könntest du einfach runterspringen. Da würden die 2-3 Meter nichts ausmachen. Aber der Heinrich, der hat, na gut, für ihn vielleicht auch egal, der ist schon so oft umgeknickt im Spiel, der hat schon ganz ausgeladen Außenbänder am Sprunggelenk. Bis es mal bricht, ne Heinrich? So, also Arbeitssicherheit wird hier ganz, ganz groß geschrieben. Ah, schon cool gemacht, auch mit den Kannen hier ringsrum, mit dem ganzen Baumaterial, was die dann brauchen. Ah, hier hinten. Hier sind die roten Steine. Oder Ziegel oder was auch immer. Leschek, ah ja, okay. Reden kann ich mit ihm nicht. Kommt vielleicht noch, wenn wir diese Steinquest da weiterverfolgen. Oh! Hallo! Ah ja, okay. Ja, ich hab... Entschuldigung, tut mir leid. Mein Gott, oh Gott. Dass die immer gleich so laut werden müssen, wenn wir da aus Versehen mal... Smola. Ich suche den, der hier das Sagen hat. Der Baumeister heißt Karel und kommt aus der Stadt. Du wirst ihn leicht erkennen. Er sieht als einziger nicht wie ein Arbeiter aus. Aber wenn du mit dem Klostermeier sprechen willst, der ist wahrscheinlich in seinem Studierzimmer. Die Treppe rauf beim Tor. Na, cool, danke.
Haben wir ein paar Infos bekommen. Und Steinmetz. Du hast hier nichts verloren. Steh nicht im Weg rum. Ja, tut mir leid. Mein Fehler. Bin ja schon wieder weg. Pass auf, Junge, sonst fällt dir noch was auf den Kopf. Ja, danke. Oh, das Rattaya-Turnier findet morgen statt. Shit. Ja, morgen findet... Ja, ist es schon wieder soweit. Fuck, ich dachte, wir hätten noch ein, zwei Tage Zeit. Lass das Schlimmste vorbei sein. Der Klostermeier, ich will aber die Quest jetzt... Wir kommen später nochmal wieder. Wir müssen jetzt uns erstmal... Ich will mich jetzt eigentlich erstmal um die Seuche kümmern. Das ist ja schon ein bisschen dringend. So, hier gab es doch einige Händler. Das Badehaus, die Schenke... Rüstungsschmied, Schreiber, Schneider. Der Krämer, hat der sowas da, was ich brauche? Weiß ich nicht. Waffenschmied. Weiß nicht, was das hier drüben noch war. Da ist noch was. Es gibt zwei Krämer, ach so. Na gut. Okay, wir pfeifen mal unseren Pebbles ran. Der wartet doch hier gerade hinter uns auf uns. Da ist er schon. Auf dich ist einfach Verlass, Pebbles. Komm. Los, Köterchen. So. Tja. Wir könnten es natürlich ausfallen lassen, das Turnier, aber ich würde schon gern dran teilnehmen. Wir könnten mit, wie heißt er, Peschek Peschke, was, keine Ahnung, der Alte von Theresa da unten, der Onkel von ihr oder wer es ist, der, mit dem könnten wir wetten. Aber ich glaube, dann müssten wir auch gewinnen. Und da sehe ich mich noch nicht so. Ja, bin ich wieder falsch geritten. Ah ja, ah, Gott sei Dank. Ja. Ich kenne mich in Sasau noch nicht so gut aus. Wir waren hier zwar jetzt auch schon ein paar Mal, aber ist dann im Verhältnis doch schon ein Ticken größer als die anderen Städte und Gemeinden, Dörfer. Ah ja, okay, hier ist nochmal ein Schmied. Wir haben ja auch noch diese Bruchstück-Quest für den Schmied. Und weiter hinten, hier muss es noch was geben. Ah ja, okay. Schleifstein. Alles klar. Oh, ein Dichter. Ein Dichter und Denker. So, was haben wir da noch? Da sagt sich die ganze Zeit irgendwelche Reime vor sich her auf. Sollten wir uns alle merken und den Leuten beim Turnier an den Kopf werfen. So, das hier ist das andere Gebäude. Was gibt's hier? Ah, perfekt. Der Händler. Komme ich beim Händler von hinten rein? Nein. Oh, regnet. Klopfen wir mal vorne bei dem an. Ah ja, hier. Okay. Ach so, ich hätte... Ja, ist okay. Ja, ist okay. Ich möchte nichts hören. Ich hätte einfach hier hochgehen können. Habe ich nicht gesehen. So, hallo. Sagen Sie, haben Sie Holzkohle? Gott sei mit dir. Mach's gut. Unsere Jacke da, die ist komplett kaputt. Distel hat er. Eine gewöhnliche geteerte Jacke. Ah ja. Wie viel Geld hatten er? 280. Ah, hier Holzkohle. Heinrich, mach mich nicht schwach. Andersrum. Ich würde gleich mal, ich weiß nicht, kostet nicht viel. Ich kaufe mal 4. Auch egal.
Ein paar Pfeile vielleicht wären nicht verkehrt. Ein paar gewöhnliche Pfeile, die ich jetzt immer mal nehme, um so ein paar Neste oder irgendwas runterzuschießen. Wir haben ja auch noch ein paar Sachen, die wir verkaufen können. Schmiedeset. 180 kostet bei dem der Retterschnaps. Ich glaube, die Pfeile bekomme ich. Die bekomme ich bei uns günstiger. Vor allem die gewöhnlichen Pfeile. Da lasse ich die mal hier. Da kostet einer 5. Ne, ich glaube, das wäre. Wir haben zwar gerade wieder ein bisschen Geld, aber ich muss ja nicht rausschmeißen. Sinnlos. So, ich habe jetzt nichts dabei. Doch die eine Silberkette könnte ich verkaufen. Und zwei Halsketten haben wir. So, komm, ja, ist egal. Ich mache ein paar Miese jetzt, aber. Oder warte, doch, da kann ich doch. Ist egal. So. Na komm, was soll's. Danke dir. So. Das ist doch fantastisch. Also, ich mach mal zu hier draußen. Da zieht's nämlich ganz schön der Sturm aufgezogen hier in Sasau. So. Nicht, dass der gute Herr sich noch erkältet. Oh, Pebbles. Alles klar. Also, wir haben jetzt alles für den, naja, Entgiftungstrunk. Hier unten gibt es natürlich keinen Alchemietisch, aber oben im Kloster. Aber ich möchte noch mal kurz zum Rüstungsschmied. Ich möchte mal gucken, ob der was für die Ausrüstungsslots da hat, die mir noch fehlen. Da habe ich nicht so drauf geachtet beim letzten Mal, obwohl wir uns damals hier Zeit gelassen haben. So. War das hier von? Oder? Naja. Was macht sie? Ach so. Der Rüstmeister. Meister Otto. Gott sei mit dir. Ah ja. Lebe wohl. 183, wenn er mir einmal alles repariert. 0,1, ja gut, ist nicht so schlimm. Da können wir doch aber nochmal was machen, oder? Lass uns über den... Nun... Wie wär's damit? Darauf würde ich fast... Ah, komm. Ja, bei... So, top, danke. Und da kann ich jetzt auch von Pebbles... Da können wir eigentlich direkt noch ein paar Sachen verkaufen. So, wenigstens erstmal die Waffen. Ganz gut. Oh ja, der hat gutes Geld dabei. So. Ah, siehst du, ich hatte die Halskette noch, die eine. Dann die Silberkette. Ach ja, ist ja ein Rüstungsschmied. Es ist natürlich logisch, dass ich an denen keine Waffen verkaufe. Das ist auch clever. Na, ist egal. So, ich gucke jetzt mal durch. Das hier, ach ja, die Brigantenbeinlinge. Alter, was? 1000, 2000... Veräppelt mich doch. ...480. Würde beide Slots nehmen. Sieht aber ganz cool aus. Gefällt mir. Die haben da so einen kleinen Seitenspoiler dran. Links und rechts. Für bessere Aerodynamik beim Ausweichen wahrscheinlich. 4600. Ach, das sind Schulterplatten. Die haben... 11 Rüstung, 480. Boah. 1600. Hier so ein Kettenhemd. Das, da haben wir noch nichts angelegt, aber auch 1500. Eieieiei. Ich klicke mal ein bisschen. Warte mal. Gewöhnliche Plattenbeinlinge, 390 und haben 10 Schutz. Das ersetzt automatisch unsere Schuhe mit. Sieht aber nicht so cool aus. Da muss ich sagen, nee, die anderen für 400 irgendwas haben mir besser gefallen. 470 oder so.
Kettenbeinlinge. 2100, genau. Kettenpanzer, ja. 16 wiegt das Ding. 16. Eieieiei. Na gut, kurze Beinlinge. Könnte ich unsere schwarzen Schüchen anlassen. Dunkelbraun. 271 ist jetzt gar nicht so verkehrt. Gut, die haben einen Rüstungspunkt mehr. Ah, okay, wiegen auch ein bisschen weniger. Ah, die wiegen auch. Ich habe sie jetzt schon in den Warenkorb gepackt. Nur um sie mir mal zu merken. Nicht, dass ich sie kaufen will. Hier. Polnische Kompositbeinlinge, ja, 800. Boah, das ist mir gerade ein bisschen zu heftig. 1600. Eieieiei. Ah, Schild der Sasauer Garnison. Cool. 117 nur. Schick. Schweres Kettenhemd. Alter Schwede. Also, die halten schon noch mal ordentlich was ab. Schutztechnisch. Sind die echt ganz cool. Wird ja auch passen, wenn wir beim Turnier dran teilnehmen. Die kosten genau 1000 hier, die Schilde. Oh, 2000, alter Schilde. Die sind halt schon ein kleines bisschen leichter, aber bieten nicht so wahnsinnig viel mehr Schutz, ne? Aber 14 Schutz, wiegen 9, kosten nur 900. Also diesen Preis leistungstechnisch echt top hier. Die verzierten Aachener Beinlinge, denke ich. Bayerisches Kettenhemd. Okay. So, warte mal, welcher? Die hier. Die fand ich ja nicht schlecht. Wie viel Schutz bieten denn die Schuhe, die ich anhab? 3. Also komme ich besser, wenn ich die Dinger anlasse. Gut, die wiegen 4. Ich habe jetzt das Teil hier im Warenkorb. Wiegt 12 und bietet 8 Schutz. Kommen wir auf 11 insgesamt und 16 Gewicht. Hier kommen wir auf 10 Gewicht und auf 11. Doch, ich finde die eigentlich ganz geil. Die gefallen mir, ey. Die sind so aerodynamisch, echt. Muah. Echt geil. Gefällt mir. So, da packe ich die hier wieder raus. Und da könnte ich ja eigentlich auch direkt unsere Schuhe hier verkaufen. Wenn ich jetzt eh die anderen anziehe, die beides dabei haben. Achso, ich... okay, der hat es jetzt automatisch entfernt. Nee, dann ist okay. Und dann zahlen wir noch 35. Das geht hier eigentlich, ne? Lässt sich was am Preis... Nun... Warum steht hier eine Null? Ach so, 40, 20, 10, 0. Ach nee, ich erhalte. Wie war das? Ah, ich war, ist egal, ich lasse es jetzt. Ich hab's vergessen. Das ist ein vernünftiger Preis. Ja. Ich hätte was bekommen, ne? Ich hab's schon direkt wieder vergessen. So, also, sehr gut. Dann haben wir da schon mal was Neues. Tada. Dann fehlt uns noch so ein Beinkettenhemd irgendwie und ein Kettenhemd für oben rum. Wir haben noch 1400. Da kann ich dann ja erstmal wieder... So, da können wir den noch so ein bisschen was verkaufen. Nein, nicht das Bürgerschwert, um Gottes Willen. Das hier hatte ich doch, das edle Schwert, nicht wahr? Ich wollte die anderen Sachen erstmal wieder in die Satteltasche packen.
So, okay, gut, gut. Dann haben wir das. Dann kann ich ihm hoffentlich nochmal die ganzen Klamotten verkaufen. Da sind zwar ein paar kaputt und ein paar sehr dreckig, aber ein bisschen Geld kriegen wir schon noch. Keine Ahnung, ob es jetzt sinnvoller wäre, die vorher reparieren zu lassen oder ob mich das mehr Geld kostet, als wenn ich sie jetzt so verkaufe. Keine Ahnung. Ist nicht so wild. Ich hau das alles mal raus. So, Sonderschlussverkauf hier bei uns heute. 328 würden wir nochmal kriegen. Okay, da können wir ruhig nochmal was kaufen für den Ausrüstungsslot, für den wir was benötigen. Könnte man sich auch einen weißen Ritter bauen? Helle Mailänder Brigantine. So, also. Uns fehlt noch das hier. Wird das 1500? Okay. 2100? Nee. 1100. Das ist mir zu viel. 900? Ja. Wiegt 17. Alter Schwede. Warte mal. 375? Ja, für einen Kettenpanzer? Komm, wieso nicht, oder? Und finden wir noch was Günstiges für unten rum? Das wird aber im nächsten Date, bis sich der Heinrich ausgezogen hat, da ist sie schon längst eingeschlafen. Nee, okay, also für die Beine müsste ich mehr investieren. Nee, möchte ich heute irgendwie nicht. Wir nehmen erstmal das für oben rum mit. So, wir zahlen 46. Ja, okay, von mir aus. Komm, machen wir direkt. Da wird nicht gefeilscht. Der Heinrich ist froh, was Neues bekommen zu haben. So, dann haben wir noch einen schicken Kettenpanzer. Wird langsam. Fehlt uns nur noch was für die Beinchen. Und wir müssen uns noch eine Sache reparieren lassen, die nämlich komplett kaputt ist. Und zwar ist das Teil, das bietet uns halt auch so gar keinen Schutz. Aber das muss ich bei... Moment. Beim Schneider, ne? Gehen nochmal. Schönen Dank, war ein sehr, sehr schönes Geschäft mit Ihnen. Ich komme drauf zurück. So, und hier war doch der Rüstmeister. Ah, der hat wahrscheinlich das gleiche im Angebot. Sie näht da ein bisschen was zusammen oder führt Reparaturen durch. Gut. So, ich weiß nicht, wann die schließen. Rennen geht noch. Hallo. Guten Tag. Gott behüte dich. Nee, war schon richtig mit der Reparatur hierhin. 60. Besprechen wir den. Was sagst du dazu? Nur ein wenig. So? Ja. Top, danke dir. Nice. Alles repariert, sehr schön. So, jetzt möchte ich aber mal wissen. Wo steht Körperrüstung 29 gegen Stich? Okay. Ja, okay. Also ich denke, es ist gar nicht so schlecht. Gut, gegen Armrüstung fehlt noch ein bisschen. Ich denke, ausrüstungstechnisch sind wir schon mal ganz okay ausgestattet, oder? Ein paar Klamotten sind jetzt noch dreckig, die müssten wir uns mal wieder säubern lassen. Hier gab es doch ein Bad, oder? Hier oben. Pebbles, ich komme zu dir. Hui. Ah, der Pranger. Nichts wie weg, Heinrich, Pebbles, dass die uns hier nicht nur an Pranger stellen. In unseren neuen Klamotten. Ja, das Rataya-Turnier. Ich würde so gern dran teilnehmen, direkt wieder. So, gehen wir mal zu unseren Super-Zauberdamen. Da waren wir lange nicht. Wir können jetzt mal schön die Klamotten bügeln und so. Und reinigen. So. Schönen guten Tag. Gott sei mit dir. Die hat so Verbände, ne? Ich möchte die Dienste des Hauses in Aha, und was darf's sein?
Heilung, Bad und saubere Klamotten. Ich brauche einen Arzt, der meine Wunden versorgt. Danach ein heißes Bad und saubere Kleider. Das lässt sich machen, aber du musst im Voraus bezahlen. Ja, gut. Komm. Bitte sehr. Du wirst es nicht bereuen. Danke. Wir sind ja spendabel, da muss ich jetzt nicht mit denen durch die Gegend feilschen. Ah, Mist, ich hätte vielleicht vorher beim Wirtshaus mir ein Zimmer organisieren sollen. Ah, ich nicht dran gedacht. Tja, wie machen wir's? Also ich hoffe, die Quest läuft nicht ab mit der Seuche, dass ich mich da jetzt beeilen muss. Oh, das Wetter ist nicht gut. Oh ja, oh, Vorsicht. Bevor wir wieder Ärger bekommen, direkt mal lieber unsere Fackel rausholen. Na gut. Halt. So. Huch, was war das? Also in der Nacht sind hier so unglaublich viele Wachen unterwegs, ne? Weil da wahrscheinlich auch am meisten Schindluder getrieben wird. Und ich hoffe, wir können uns hier noch ein Zimmer organisieren. Ich glaube, wir sind ein bisschen spät dran. Ah, ich vergesse, das vorher zu machen. Okay, wir könnten im Kloster Unsinn bauen. Und dann hätten wir eine kostenlose Übernachtung im Kerker immerhin. Die stehen hier alle unter. Ach, der Scharlatan. Ja, mit dem haben wir auch noch was vor. Pater Fabian. Ist hier einer... Wem gehört denn das Wirtshaus? Ah, hier ist er ja. Glück und Gesundheit. Ach, komm schon. Ich kann keinen... Ah, ist aber schade. Mach's gut. Ja, danke. Mist. Spieler. Och. Guten Tag. Hallo? Ah ja, okay, da ging es um eine andere Quest. Ja, nee, da hängen wir uns jetzt erstmal nicht rein. Das machen wir später, die Sasauer Quests. Ah, Mist. Ah, hier muss der Heinrich wieder irgendwo pennen. Unter der Brücke beim Kloster sah es eigentlich ganz gut aus. Aber ich glaube, da regnet es durch. Das andere Wirtshaus wird uns auch nicht mehr aufnehmen, ne? Wobei, hier steht Unterkunft. Vielleicht hat der... Ach, kann natürlich sein, dass die Schenke... gar kein Zimmer zur Vermietung hat. Ist natürlich auch möglich. Oh. Huch. Oh, Pebbles. War mir nicht schwach. Komm schon. Ich dachte, hier wäre ein normaler Weg. Auf einmal wird es so eng. Wo bin ich denn? Oh. Ich kann nicht schwimmen. Ja, ich weiß. Oh, Pebbles. Ja. Okay. Ja. Dann habe ich bestimmt gerade den Weg hier gesucht, genau. Das hier nicht? Ne, das sind Bürger. Ah, da wird noch gespielt. Das ist ja witzig. Herr Wirt, hallo, haben Sie noch ein Bett frei? Ah, da ist er. Gelobt sei Jesus Christus. Kann ich hier schlafen? Natürlich. Für wie lange? Nur die eine Nacht.
Gut, aber gib mir ein paar Münzen vorab. Sind schlimme Zeiten. Hier dein Geld. Dir wird's hier gefallen. Wo kann ich schlafen? Im oberen Stockwerk des Gasthauses. Die Treppe ist draußen. Ah. Das mittlere Zimmer ist deins. Okay. Gut, danke. Treppe draußen, mittleres Zimmer, oberes Stockwerk. Oh, hallo. Na? Ich störe ja nur ungern, aber ich glaube, wir sind jetzt dran. Wie kann ich helfen? Ich würde gern Geld verlieren. Haben Sie Interesse? Ich habe heute ein paar Münzen übrig. Was gibt es Besseres, als darum zu würfeln? Das ist ja lächerlich. 20 Groschen. Alles gut. So. Alles klar. Heiliger Georg, führe meine Hand. So, heilige Teresa, führe unsere Hand. So, lass mal wieder reinkommen. Ey, lange nicht gewürfelt. Weiß ja gar nicht mehr. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Ha, wenn der wüsste, wie oft wir schon das Glück herausgefordert haben. Lass mich wieder würfeln. So, okay, nehmen wir erstmal mit. War jetzt nicht so berauschend. Aber ich wollte nicht noch mehr Risiko eingehen. Erstmal die 400 nach Hause bringen. Aber jetzt wird's was. Läuft auch noch nicht so gut bei ihm. Okay, ich nehm's zurück. Mal sehen. War ja klar. Noch eine Straße? Wie wär's, hä? Man kann's nicht erzwingen. Okay, der war gut, ja, gebe ich ihm. Na gut, Glück gehabt. Nehmen wir erstmal mit. Ah. Bin fertig. Okay. Heute fallen die Sechsen. Leider nur zwei. Die eine Eins lassen wir wieder da. Also wir nehmen nur eine mit, um jetzt eine höhere Chance zu haben. Und jetzt beim zweiten Wurf bin ich mir nicht sicher, nehme ich da jetzt schon beide mit oder doch nur eine, dass ich bei den vier, ich mach mal so weiter. Mann, du wirst alles verlieren. Eine 5. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Noch eine 5. Also an meiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Hat er recht. Da hat er recht. Schade. Das war's. Gott sei Dank lag da keine 4 noch drauf. Jetzt hat er direkt noch eine Straße hinterher geschoben. Mal sehen. Was ist mit den Würfeln los? Okay. Er freut sich. So, in dem Fall bin ich mir nicht sicher. Lieber auch die 3 Vieren erstmal mitnehmen. Ich meine, das sind jetzt mal eben 500 Punkte. Finde ich nicht schlecht. Aber dann eher weiterspielen oder sagt ihr auch bei so einer Sache, nee, nimm mal nur die eine 1 mit und würfel weiter. Weil bei 400 Punkten denke ich mir, ach komm ey, ab 3 Vieren, 3 Fünfen, 3 Sechsen auf jeden Fall mitnehmen, würde ich immer sagen. Weil ihr immer meintet, wenn da 3 Zweien liegen, lass die liegen oder 3 Dreien, lass die liegen. Aber bei 3 Vieren, ich lass die jetzt mal liegen und würfel nochmal. Oder soll ich sie mitnehmen und mit den anderen beiden nochmal würfeln? Lass dir doch gleich ein paar Tage Zeit. Wir sind noch nicht so wahnsinnig im Zugzwang. Wir können jetzt erstmal wieder aufschließen, wenn ich die mitnehme. Und ich gehe mal noch kein Risiko ein. Ich muss ja nicht immer auf Risiko spielen. Vielleicht haben wir jetzt Glück, dass er jetzt auch mal ein bisschen Pech nochmal hat. Shit.
Das war's. Nein. Ja. Eine kleine Straße, na, immerhin. Ja, okay, jetzt hört er auf. Ja, du 900 bist. Punkte, schon nicht schlecht. Oh, nice, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und nochmal. Das passiert nicht noch einmal, oder? Gut, 150 Punkte fehlen nur noch. Das möchte ich jetzt hoffentlich. Hat er nicht so viel Glück? Das lief gerade gut. Er muss nachziehen. Er muss unbedingt würfeln. Oh, 2 5. Come on, ey. Er darf nochmal. Aber jetzt wird's was. Jetzt fehlen ihm auch noch ein paar Punkte. Soll ich? 350. Oh, er macht nicht weiter. Okay, wow. Nein, nur eine 5. Komm schon, eine 1 reicht. Eine einzige 1 oder 2 5. Yes! Jawohl! Wieder verloren! Um 20 gewonnene Groschen. So ein Aufriss gemacht. Sehr gut. Cool. Ihr braucht jetzt nicht enttäuscht zu sein, dass ich nur ein Spiel mache. Ich möchte mit einem Sieg mal ins Bett gehen. So, mittlere Zimmer gehört uns. Perfekt. So, da können wir ja noch. Wie spät ist es? Ah, 24 Uhr. Ja, wo ist denn das Bett? Hier. Ich mach mal schlafen und speichern. Ja, das Rataya-Turnier findet statt. Der ist immer noch 100 Energie, ja. Wir könnten ganz zeitig aufstehen, nach Ratai reiten und am Turnier teilnehmen. Machen wir. Wir haben jetzt nicht genug Alkohol, um uns richtig zuzulöten, aber ich baller mal alles rein, was wir haben. Plus, wir haben noch ein bisschen neue Ausrüstung bekommen, also halten wir theoretisch noch mal einen Ticken mehr aus. Der Heinrich hat auch in der Zwischenzeit noch mal so ein paar wenige Skillpunkte hinzugebekommen. Aber also hier, sehr schönes Zimmer. Gefällt mir außerordentlich gut. Mit eigener Sitzgelegenheit hier in der Ecke zum Frühstücken und so. Top. Also das müssen wir uns merken. Hier lässt sich's doch gut übernachten, wenn einem nicht vorher das Geld aus den Taschen beim Würfeln gezogen wird. So, ach, guck mal, da geht die Sonne gerade erst auf. Und wenn wir dann in Ratai ankommen, dann müsste es da losgehen. Dann können wir dort auch an den Alchemietisch ran. Von dem dort ansässigen Alchemisten. Moment. Tja, weiß ich nicht. Soll ich mit dem Peschek jetzt oder Peschke, wie er heißt, eine Wette abschließen? Jetzt ist ja wieder die Frage, wie komme ich aus Sasau da am besten wieder hin? Okay, hier durch über den Süden, über die Brücke und dann Richtung Nordosten. Hier lang, ne? Wie sieht's denn aus, wenn ich die Lampe ausmache? Ja. Ja, geht schon. Wir sehen zwar, also die Lampe, die Fackel, wir sehen zwar mit der Fackel in der näheren Umgebung deutlich mehr, aber so kann ich auf der Entfernung mehr sehen. Ach, guck mal, wie herrlich das ist. Ganz, ganz früh am Morgen macht sich der Heinrich bereit, um nochmal eine Wette abzuschließen und dann am Turnier teilzunehmen. Das zweite Mal schon. Und dann können wir hoffentlich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das Turnier vorbei ist. Und ich muss mal gucken, sind wir noch richtig? Ja, genau. Ja. Danach dann den... Okay, jetzt zücke ich da doch nochmal die Fackel. Ja. Den Trunk herstellen, das Heilmittel, das Gegengift sozusagen. Und in Merhoyet dann das Zeug noch dahin bringen, mit uns mit dem Nicodemius unterhalten. Ah, ja, 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 da war wieder so ein einsamer Bogenschütze, der Kuman oder was? Nee, nicht mit uns, Bürschchen.
Ich hätte natürlich jetzt komplett zerlegt, wäre ja überhaupt gar kein Problem für uns. Aber wir haben leider, Herr Bandit, haben wir Besseres zu tun, als uns überfallen zu lassen am frühen Morgen. Also das sind... Achso, ja, nee, ich wollte auch keine Zeit überspringen. Ich wollte gucken, wie spät es ist. Das sind anscheinend auch Frühaufsteher, ne? Die Banditen und Kuman. Keine Langschläfer. Der hatte bestimmt schon 2 Kaffee, so gut wie der drauf war. Direkt hinterher gebrüllt. Ja. Aber da muss man nicht beirren lassen. Wir sind einfach mal weitergeritten. So. Gut, und jetzt immer nur der Nase nach und dann kommen wir da zum... Ich muss aber trotzdem immer wieder gucken. Ja, haut nach hinten. Okay. Ja. Kommen wir dann bei Theresa raus. So, hier einmal die Serpentine nach unten. Ja. Ach, herrlich. Das ist auch geil, ne? Eigentlich schon morgen, aber im Wald kommt halt noch nicht so viel Licht an. Dann wird es nochmal dunkel, dann kommst du wieder raus und dann ist jetzt hier schon wieder ein kleines bisschen heller als noch in Sasau. Ja, schon. Ja, es ist nach wie vor immer noch fantastisch, wie sehr mich die Atmosphäre des Spiels immer wieder einfängt. Auch jetzt, also ich habe mich sehr drauf gefreut. Ne? Es ging jetzt nicht wirklich, dass ich hier vom Spiel die letzten 3 Tage oder 4 vielleicht Aufnahmen machen konnte. Und wie sehr ich mich jedes Mal drauf freue, wieder hier eintauchen zu können. So, hier Baumstamm schießen. Ne, das war nicht hier, oder? Ja, ist egal. Machen wir auf jeden Fall auch nochmal. Baumstamm schießen ist top. Doch, das war hier. Das hier ist doch Ledetschko, oder nicht? Links, rechts lang? Eigentlich egal. Ja. Ja. Tja, und Pebbles macht eigentlich immer noch einen guten Job, ne? Ich hab jetzt noch nicht das Bedürfnis, den mal einzutauschen. Ist mir auch ein bisschen ans Herz gewachsen. So, einmal hier rüber. Ah, guck mal, da hinten, da kommt langsam der Morgennebel zum Vorschein. Moment. Gott sei mit dir. Finde ich hier Herrn Kuno? Nein. Herrn Kuno. Ah, von Reich Waldau. Ist das nicht sein Lager? Aus dem wirst du nichts herauskriegen. Kommst du von Ratzig? Hab gehört, er wollte jemanden schicken. Ja, Herr Ratzig hat mich als Ortskundiger gesandt. Heinrich. Jacke. Und diesen Burschen nennen wir der Stein. Ich verstehe, warum. Hat er sich mal auf die Zunge gebissen? Nee, er nicht. Ein Köter. Der Köter des Henkers. Nachdem der Henker sie abgeschnitten hatte. Vergiss es. Am besten du kommst mit mir. Ich stell dich den anderen Jungs und dem Anführer vor. Herr Stein, wir haben hervorragende Kunde im Zusammenflicken. Wir organisieren eine Schweinezunge und nehmen Bärmann. Die ihn an. Peter und Jan sind 2 Spaßvögel, aber wenn sie saufen, kriegen die kein Wort mehr raus. Wie jetzt? Erwisch sie nicht auf dem falschen Fuß, packt sie die Wut. Das ist kein schöner Anblick. Freut mich, euch kennenzulernen. Spar dir das törichte Gehüpfe, Stepan. Du sollst mit dem Idiot nicht tanzen, sondern ihn töten. Und du, Baumler, sei standhaft verflucht. Lass dich von ihm nicht am Gängelband führen. Herr? Mein Herr, das ist Heinrich von Herrn Kobilla. Wurde Zeit, dass Rat sich mal zur Tat schreitet. Jemand, der sich hier auskennt, können wir gebrauchen. Spar dir das Höflichkeitsgetue. Von dieser Narretei halten wir hier nichts. Jackel? Willst du dich davon schleichen? Geh zum Hof, hol Wasser. Die Jungs sind durstig. Ich war schon letztes Mal. Und auch das nächste Mal, du undankbarer Lump. Heute noch. Los.
Undankbarer Bastard. Ich hol ihn aus der Scheiße und bekomme wieder Worte. Wo waren wir? Ach ja. Ein Ortskundigen ist, was wir brauchen. Ich hoffe, ich kann auf dich zählen, Hermann. Heinrich. Genau. Wie ich Ratzig schon sagte, ich brauche keine weitere Last. Wenn es brenzlig wird, zählt jedes sicher und tapfer geführtes Schwert. Mit einem Schwert weiß ich umzugehen. Das habe ich schon oft gehört, aber am Ende steckt das Schwert dann in ihrem Bauch. Wir werden sehen. Stepan, ruh dich aus. Baumler, finde heraus, ob Herbert hier was kann. Heinrich. Natürlich. Das mache ich gerne. Oh nein, müssen wir das jetzt machen? Ich wollte doch erstmal was anderes machen. Aua. Alter. Was stimmt denn nicht mit dem? Okay, mit meiner Pikstaktik komme ich hier nicht so weit. Oh, Ausdauer. Ja, Ausdauer. Oh, ausgewichen. Stark. Ja, Achtung, Ausdauer. Nicht über... Aua, Heinrich. Herbert, Hermann, wie auch immer er hier genannt wird. Ja, okay. Aber er hat gefühlt überhaupt keinen Schaden erlitten. Oh, oh, Ausdauer kaputt. Ja. Okay, Piekser hat noch gesessen. Piekserchen. Nein, aua. Haben wir Tiefschutz an eigentlich? Das sah gerade verdächtig danach aus, als ob sein Schwertgriff in unsere Kronjuwelen ging. Kurva fix! Ich wollte doch am Turnier teilnehmen, der Herr. Ich habe nur das Lager gesehen und dachte, was ist denn das hier? Habe überhaupt nicht an den DLC gedacht, dass der dass hier sein Lager... Also hören Sie mal. Heinrich, so weiche zurück. Tritt ihn. Mann, der tritt immer nicht, der Heinrich. Wollte gerade mal was anderes probieren, mal betreten und so. Oh, Achtung, Ausdauer. Ja. Pixerchen. Ja, komm, leck mich doch mal, du Sack. Nimm! Ausdauer. Mann, ich will das gerade nicht machen. Ja, ich möchte es machen, aber nicht jetzt. Wir haben doch so viel wichtigere Sachen zu tun. Ist das so eine Art Aufnahmeritual? Wenn ich den Kampf bestehe, darf ich am DLC teilnehmen und wenn nicht, dann erstmal nicht. Dann komm auch gern später nochmal wieder. In 3 Tagen oder so. Oder nachdem ich das Turnier gewonnen habe. Okay, die haben gesessen. Cool. Ah, der hält echt viel aus, ne? Aua, au, 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 au. Heinrich, setz dich zur Wehr. Sag mal, wieso hat der Heinrich... Ach so, wir haben gerade unseren Schild nicht. Wir haben gerade unseren Schild nicht an, weil ich ja vorhin die Fackel in der Hand hatte. Das kam hier leider jetzt sehr unvorbereitet, was ein bisschen doof ist, wie ich finde. Ich lasse mich jetzt von dem hauen. Das ist mir jetzt gerade egal. Ich habe was ganz anderes vor. Komm jetzt, hau zu, du Flitzpiepe. Komm. Werde ich aber echt sauer hier. Ich wehr mich jetzt nicht mehr. So, sehr gut, endlich. Mir leid, Junge, aber wie gesagt, ich brauche jemanden, der mit einer Waffe umzugehen weiß. Was? Willst du mich nicht dabei haben? Nein, du wärst nur eine Last.
Außer du hattest einen schlechten Tag. Wir werden hier noch eine Weile lagern. Also komm ruhig wieder und versuch's nochmal, wenn du besser in Form Danke. Bist. Danke. Na schön. Hab Dank. Mann, danke, dass ihr mich aus meinem Plan für heute rausgebracht habt. Peppels! Da bist du. Köter auch da? Fuß. Ja. So, wie spät ist es jetzt? Mann! Ja. Heilen die mich nochmal, bevor ich ins Turnier starte? Ja, ne? Ich glaube schon. Ja, geil. Es ist natürlich leider schon relativ spät. Heute findet das... Ja, genau. Ja, ich hoffe, das geht jetzt noch. Ja, ich denke schon. Weiß nicht, bis wann man sich anmelden kann. Um 9 oder so, um 10. Irgendwann am Vormittag auf jeden Fall. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ist das hier vorne schon die Brücke, wo ich drüber muss? Ja, genau. Perfekt. Ja. Also, es ist cool gemacht. Ich freue mich darauf, wenn wir den DLC machen. Sehr gern. Können wir da auch dann mal irgendwann anhalten. Aber ich hätte jetzt echt keinen Bock mehr, mich da weiter mit dem rumzuplagen. Das hätte noch eine Weile gedauert, wenn ich einfach immer wieder gemacht hätte. Und ich hatte auch mein Schild nicht dabei. Das kam leider sehr unvorbereitet gerade. Aber coole Sache. Fing gut an. Fand ich cool. Perfekt. Ah, da bist du. Pass auf, Folgendes. Ich habe gerade übelst auf die Fresse gekriegt, ja, aber... Fürs Turnier bin ich bereit. Ja, hab ich. Grüß dich. Was die Turnierwette betrifft, ich hätte Interesse. Wie genau hast du dir das vorgestellt? Freut mich, das zu hören. Ach lol, nur 100. Eine schöne Wette. Hals und Beinbruch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Danke. Möge Gott mit dir sein. Das Wetten ist ja. Es, Müllers Lust. So, jetzt aber nichts wie hoch da. Ja. Dass wir uns noch anmelden können. So ein Stress am frühen Morgen. Haben wir uns direkt vermöbeln lassen. Aber finde ich ganz cool mit dem Aufnahmeritual. Und ich habe auch so ein bisschen tatsächlich gehofft, dass wenn ich jetzt einfach, ich lasse mich einfach besiegen und ich muss dann später wieder kommen. Und genauso kam es auch, Gott sei Dank. Naja, aber war ganz witzig mit dem einen, der da, was heißt witzig, also, es ist unschön, keine Zunge mehr zu haben. Aber wie gesagt, wir holen irgendwo, wir kaufen eine Schweinezunge oder irgendwas, was passt. Oder vielleicht von einer Ziege, die sind so ein bisschen rauer. Oder von einer Kuh. Aber das wird dann knapp bei ihm im Mund. Kaufen wir uns noch Nadel und Faden und dann nehmen wir dem eine Zunge wieder an. Da freut er sich bestimmt wie bekloppt, wenn wir dem eine Zunge mitbringen. So, der beste Kämpfer Ratais kommt. Da muss ich dran denken, dass ich hier das nächste Mal direkt dann, bevor wir uns anmelden, die ganze Tränke in mich reinhaue. So, und ich hoffe, dass wir dann auch geheilt sind, wenn ich dran teilnehme. Weil beim letzten Mal war es dann von Runde zu Runde so, dass wir wieder geheilt waren. So, aber wir können nochmal, nö, essen brauchen wir nichts. Gut, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.